Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Heute möchte ich mal eure Fragen zum Thema Influencer sein beantworten. Immer wenn ich auf Instagram nach normalen Fragen frage, werde ich sehr oft danach gefragt, was ich denn beruflich mache, womit ich mein Geld verdiene, ob ich noch studiere. Ich selber greife ja solche Fragen immer sehr negativ auf. Ich denke auch, viele davon sind negativ formuliert absichtlich. Aber ich glaube, viele sind einfach auch wirklich nur daran interessiert, was ich so mache und wollen wissen, wie das überhaupt funktioniert und haben einfach noch überhaupt gar keine Vorstellung, was das ist, was ich hier mache und was halt viele andere auch machen. Und dann kommen wir direkt auch zur ersten Frage. Was ist ein Influencer oder Content Creator? Also ein Content Creator erstellt Content. Bei Instagram kann man zum Beispiel Fashion-Bilder hochladen, um Menschen anzusprechen, die den gleichen Klamottenstil haben, um Menschen zu inspirieren damit. Oder auch einfach nur ästhetische Bilder hochladen, weil ich denke, die meisten Menschen gucken sich gerne schöne Bilder an und lassen sich davon ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie inspirieren einen ja auch schöne Bilder oder man wird motiviert. Manchmal wird man auch davon runtergezogen, je nachdem, wie man gerade im Leben steht und wie man zu der Person steht und so. Oder auf YouTube, es gibt Content Creator, die sind nur zur Unterhaltung da. Es gibt welche, die kochen, es gibt welche, die Tipps verbreiten, die einem irgendwie beim Hausbau mitnehmen, bei der Schwangerschaft, keine Ahnung was. Und ich denke, die größte Zielgruppe sind dann immer Leute, die in derselben Situation sind, so ungefähr. Und ich persönlich habe YouTube auch schon geguckt, seitdem ich 11 oder 12 bin. Ich habe mir immer Vlogs angeguckt, ich habe mir Hauls angeguckt, ich habe mir so viel Schmink-Tutorials angeguckt und mich nie wirklich selber geschminkt oder wie man Frisuren macht. Und dann habe ich auch immer selber vorm Spiegel gestanden und so getan, als würde ich ein Haul oder ein Make-up-Tutorial machen und einfach mit mir selber im Spiegel geredet. Und ja, weiß nicht, es ist einfach so ein Zeitvertreib, wie wenn man sich eine Serie anguckt oder ein Fußballspiel oder so. Und man vergleicht sich mit denen, man fühlt sich irgendwie verstanden. Und mittlerweile gucke ich halt auch ständig YouTube-Videos beim Kochen nebenbei, wenn ich irgendwas mache und nebenbei was laufen lassen haben möchte. So, auf jeden Fall, die Leute, die diesen Content produzieren, die kann man eigentlich alle Content Creator nennen. Und als Influencer werden Leute bezeichnet, ich lese jetzt einen Wikipedia-Artikel vor. Als Influencer werden seit den 2000er Jahren Personen bezeichnet, die aufgrund ihrer starken Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen Netzwerken als Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Genau, also ein Content Creator kann eigentlich einfach jeder werden. Jeder, der möchte, jeder, der Spaß dran hat, jeder, der irgendwie eine Idee hat, kann das machen. Und ein Influencer wird man dann automatisch, sobald man halt eine gewisse Reichweite hat oder weil man halt beim Bachelor mitgemacht hat. Und dadurch hat man dann halt viele Menschen, die man mit dem, was man macht und produziert, beeinflussen kann. Wie verdient man Geld als Content Creator? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten mit dem Content, den man produziert und den Sachen, die man hochlädt, Geld zu verdienen. Und meistens haben alle Influencer mehrere Einnahmequellen, weil man mit einer Sache okay, mit einer Sache könnte man gut leben, aber die meisten haben halt mehrere Geld. Einkommensquellen. Auf YouTube verdient man mit den Videos an sich, die man hochlädt, weil man vorher und währenddessen und nach den Videos immer Werbung schalten kann. Und wir können übrigens nicht aussuchen, was für Werbung läuft, sondern nur, wann diese Werbung ungefähr laufen soll. Und dann kriegt man halt pro 1000 Klicks so ein paar Euro oder so ein paar Cent. Es ist nicht so viel. Und meine Videos haben jetzt nicht so viele Views, davon könnte ich auf jeden Fall nicht leben. Und bei Instagram selbst kann man keine Werbung schalten. Da bezahlt Instagram einen jetzt nicht. Persönlich. Der offensichtlichste Weg, da sind dann aber Kooperationen. Also ich nehme jetzt einfach mich mal als Beispiel. Ich habe auf Instagram um die 170.000 Follower. Die habe ich mir in den letzten 4, 5 Jahren aufgebaut. Dadurch, dass ich durchgehend irgendwas produziert habe, gepostet habe, irgendwie interessant war, irgendwelche Bilder sehr hübsch von mir waren. Weiß ich auch nicht so ganz, wie das kam. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, warum ihr mir folgt. So, auf jeden Fall habe ich da so eine gewisse Reichweite und Instagram selbst zahlt mir da halt kein Geld für, aber ich werde regelmäßig von Firmen angeschrieben, die sozusagen Werbung bei mir kaufen. Also ich stelle dann deren Produkte vor und damit verdiene ich Geld. Meistens mache ich Werbung für Klamotten, weil es halt am logischsten wäre und es am besten passt. Ab und zu mache ich halt auch für andere Produkte Werbung, aber ich achte da schon wirklich sehr darauf, Dinge zu bewerben, die zu mir passen. Ihr wisst gar nicht, auf wie viele E-Mails ich einfach gar nicht antworte und wie viel mehr Geld man damit machen könnte. Aber man muss auch immer abwägen, ich könnte vielleicht für einen Moment mehr Geld machen. Aber wenn ihr merkt, dass ich die ganze Zeit nur Werbung für
den größten Schrott mache, dann würden mir auch die ganze Zeit nur Leute entfolgen und mir gar nicht mehr glauben und dann würde es auch nichts bringen. Das ist ungefähr das, was die ganzen Reality-TV-Menschen machen, einfach Werbung für jeden Mist. Und die ziehen halt auch immer das Wort Influencer sehr in den Dreck dadurch. Ich werde jetzt hier nicht über genaue Preise oder so sprechen, also das variiert sowieso von jeder Kooperation. Und mit meinen Freunden und meiner Familie rede ich da sehr offen drüber, die können mich alles fragen und wir tauschen uns aus, aber ich will jetzt hier nicht im Internet sagen, wie viel Geld ich genau verdiene, weil das dann jeder weiß. Weil es gibt halt auch einfach Menschen, da will ich nicht, dass die alles über mich wissen. Auch wenn man schon viel über mich erfährt im Internet. Also manche Firmen haben mir für eine Story nicht mehr als 200 Euro geboten und manche Firmen würden bei einer Story schon über 1000 Euro gehen. Es variiert wirklich sehr. Ich glaube, jeder, der mich auch länger verfolgt, merkt, dass ich gar nicht so viel Werbung mache. Also meistens kommt so einmal im Monat, vielleicht zweimal im Monat was. Meistens häuft es sich in manchen Monaten, weil irgendwie alle genau Bock haben, kurz vor Weihnachten Werbung zu machen. Oder im Frühling passiert auch mehr. Im Sommer ist dann immer wieder ein bisschen weniger los. Da habe ich auch mal ein paar Monate gar keine Werbung. Und ich finde, man muss dann auch immer unterscheiden zwischen solchen Influencern und solchen Influencern, weil es gibt so einen riesen Unterschied. Es gibt einfach Influencer, die für jeden Scheiß Werbung machen. Also wenn ich jemanden sehe, der wieder für irgend so ein überteuertes Zahnaufhellungskit Werbung macht, dem entfolge ich direkt, weil so, wie kann man das mit sich selbst vereinbaren, so einen Müll zu bewerben? Wisst ihr, wie viele E-Mails ich wöchentlich von dieser Firma bekomme, die ihre scheiß Zahnaufhellungssets? Niemals würde ich dafür Werbung machen oder für irgendwelche krass überteuerten Tees oder irgendwelche Abnehmprodukte. Oh mein Gott, wie kann man für sowas Werbung machen? So diese Zahnaufhellungssets, die werden irgendwo in China für 10 Euro pro Set gekauft und dann werden die für über 140 Euro hier weiterverkauft. Aber ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, dass wenn irgendwelche Leute, die damit nichts zu tun haben, dann vom Bachelor kommen und auf einmal eine riesen Reichweite haben und dann kriegen die halt diese E-Mail, wo steht, ey yo, willst du dieses Produkt testen, zeig das in die Kamera und du kriegst irgendwie 900 Euro für eine Story. Natürlich nehmen die Ersten das direkt dann an, weil das ist viel Geld, was man da angeboten bekommt. Das ist erstmal eine komplett neue Welt. So, hallo, 900 Euro dafür, dass ich in meine Kamera irgendwas zeige. Aber wenn man das dann langfristiger machen möchte und nicht alles für Geld machen möchte, dann hat man das irgendwann schnell raus und dann macht man auch nicht, dann zeigt man auch nicht jeden Schrott. Wie läuft eine Kooperation ab? Schreibst du Firmen an oder wirst du angeschrieben? Okay, also ich gebe euch jetzt ein Beispiel von einer guten Kooperation und wie eine schlechte Kooperation bei mir abgelaufen ist, schon mal. In meinem Leben. Also ich habe noch nie eine Firma angeschrieben für eine Kooperation. Eigentlich werde ich immer angeschrieben und dann schreibe ich halt denen zurück, die mir irgendwie zusagen. Also ich kann euch jetzt ein Beispiel anhand einer Firma nennen, weil das ist jetzt das positive Beispiel. Nehmen wir mal an, Amorelie schreibt mich an. Mit denen habe ich schon, glaube ich, dreimal oder so gearbeitet. Und ich liebe es, mit denen zu arbeiten. Die sind so unkompliziert. Ich mag den Ablauf. Ich mag, wie ich das Produkt bewerben darf. Also nehmen wir mal an, Amorelie möchte bei mir Werbung mit ihrem neuen Weihnachts-Adventskalender machen. Und dann schreiben die mir eine Mail, packen da direkt rein, was die so für eine Message von mir ungefähr haben wollen, irgendwie so fühl dich frei oder so. Also meistens gibt es bei den Kampagnen immer irgend so ein Thema, aber eigentlich sind die Themen auch immer alle gleich, so in Richtung sei frei, sei du selbst, irgendwie sowas. So, und dann verhandeln wir, wie viele Posts und Stories die von mir kriegen und was für ein Budget die mir dafür bieten. Meistens muss ich das Budget vorschlagen und ich hasse das. Ich bin so schlecht im Verhandeln, ich kann das überhaupt nicht. Ich habe immer Angst, dass ich zu hoch gehe und die sich dann so denken, was denkt sie, wer sie ist, so, ist sie dumm. Aber andererseits habe ich auch immer Angst, dass ich viel zu niedrig gegangen bin und die sich dann so denken, oh, wir hätten jetzt mit mehr gerechnet, okay, dann nehmen wir das halt, geil. Also ich schlage dann irgendein Budget vor, dann schlagen die irgendwas ein bisschen niedriger vor und dann treffen wir uns meistens irgendwo. Ich finde das so schlimm. Ich habe immer, wenn ich meinen Preisvorschlag abschicke, die ganze Zeit Angst vor deren Antwort-E-Mails. So, dann schicken die mir einen Vertrag, wir einigen uns darauf, wann ich die Sachen poste und dann verschicken die halt das Produkt oder die Produkte an mich. Wenn ich die Produkte dann bekommen habe, mache ich die Bilder, die Stories, was auch immer und schicke denen das dann, damit die mir sagen können, ob das okay für die ist. So, und wenn es halt wirklich gut läuft, haben die mir nicht viele Anweisungen gegeben oder so. Ich kann das machen, so wie ich es mir vorstelle.
Dann schicke ich denen das und dann sagen die so, yo, geil, kannst du so hochladen. Also das, so war das mit denen bis jetzt immer. So war das auch mit vielen anderen, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es kann auch noch ganz anders laufen. Es gibt auch selten Firmen, die die Stories im Voraus verlangen. Also meistens muss ich denen die Bilder und die Caption schicken. Ja, und dann schreiben die mir halt so, ja, ist alles gut, kannst du so hochladen. Und dann lade ich das an dem Datum hoch, das wir vorher vereinbart haben. Und nachdem ich das dann hochgeladen habe, schicke ich der Firma eine Rechnung und dann innerhalb von 30 Tagen oder so sollten die das dann meistens bezahlen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, man hat ja eigentlich quasi bei so gut wie jeder Werbung einen Rabattcode und ich habe noch nie Geld über diese Rabattcodes bekommen. Also wir vereinbaren immer vorher eine Summe, die ich bekomme. Und wenn ihr die Rabattcodes benutzt, dann kriege ich nicht irgendwie mehr Geld pro Rabattcode oder so. Und ich glaube, das ist bei 95% aller Kooperationen so. Also ja, Influencer kriegen nicht mehr Geld pro Rabattcode. Das Einzige, was halt ist, ist, dass die Firma dann sieht, wie oft der Code benutzt worden ist. Und je nachdem, wie oft er dann benutzt worden ist, wollen die dann vielleicht nochmal mit mir arbeiten, wenn es sich halt gelohnt hat. Mit der Rechnung zusammen muss ich denen halt auch noch meine Insights schicken. Also ich muss Screenshots davon machen, wie oft meine Story gesehen worden ist, wie oft dieser Post gesehen worden ist. Und davon machen die dann auch abhängig, ob die nochmal mit mir arbeiten. Also falls ihr mich unterstützen wollt, aber das Produkt nicht kaufen wollt, dann könnt ihr einfach nur bei der Werbung-Story hochswipen, damit da halt eine Zahl mehr ist und die Firma dann sich so denkt, geil, da hat man jetzt ja gute Werbung gemacht. Ich denke mir sowieso immer so, wow, die Summe Geld, die ich da bekomme, fände ich krass, wenn die das mit meiner Werbung wieder einnehmen und halt noch viel mehr verdienen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Auf jeden Fall ist das eine Kooperation, wie ich sie am liebsten habe, wie sie ganz perfekt abläuft, einfach geiles Produkt. Ich mache Bilder, die finden die sofort gut, weil die schreiben mich ja auch an, weil die meine vorherigen Posts gesehen haben. Also finde ich es immer sehr schön, wenn die mir vertrauen, dass das, was ich für die mache, halt auch gut ankommt. Weil ich will ja auch, dass meine Bilder gut ankommen. Ich werde denen da jetzt nicht irgendwas hinrotzen, nur halt, weil es Werbung ist. Sondern ich passe das ja auch mir an und versuche auch, das Produkt gut rüberzubringen. Aber ich hatte auch schon einige Kooperationen, die nicht so gut abgelaufen sind. Also ich denke mal so 80-90% meiner Kooperationen auf Instagram sind mit Klamottenmarken. Und ich finde, bei Klamotten ist es sowieso immer komplett Geschmackssache. Also ich stelle euch da jetzt nicht irgendwie so ein krasses Produkt vor, was irgend so ein Wundermittel ist und dann ist es das am Ende nicht. Ich stelle euch halt zum Beispiel eine Hose vor und dann können alle Leute die nachkaufen, die die halt schön finden. Und es wird aber immer noch genug Leute geben, die deren Geschmack das jetzt nicht unbedingt ist. Und ich finde, Klamotten zu bewerben ist immer ganz angenehm, weil es halt Geschmackssache ist. Aber es gibt so oft immer so einen kleinen Haken, wenn ich Klamottenkooperation annehme. Ich verstehe es einfach nicht, warum Firmen so sind. Also ich will jetzt keine bestimmte Marke nennen. Es ist schon bei sehr vielen Marken gut gelaufen, aber schon bei sehr vielen Marken auch überhaupt nicht gut gelaufen. Weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, es gibt eine richtig geile Marke, die jeder kennt, die ich auch privat mir oft mal gekauft habe und gerne selber auch trage. Und die schreiben mich jetzt an. Und ich denke mir so, boah, wow, hammergeil. Da will eine Marke mit mir arbeiten, die ich sowieso schon immer trage, das passt so perfekt. Und dann verhandeln wir halt die Preise, machen den Vertrag fertig. Ich weiß, dass es sich um die nächste Jeans-Kollektion handelt von denen. Und dann, meistens erst nachdem ich den Vertrag schon unterschrieben habe, schicken die mir dann die Bilder, aus denen ich mir zum Beispiel zwei Jeans-Modelle aussuchen darf. Und es ist schon so mega oft passiert, dass ich diese Sachen, die mir da zur Verfügung stellen, alle so hässlich finde. Die würde ich mir selber so nie kaufen. Aber ich habe diesen Vertrag unterschrieben und das ist eigentlich eine Marke, die ich schön finde. Aber die stellen mir nur Sachen zur Verfügung, die gar nicht zu mir passen oder die ich halt nicht selber so geil finde. Und ich weiß ja auch, dass sie sonst sehr schöne Sachen haben und ich verstehe nicht, warum das immer wieder passiert. Denken die Influencer können aus jeder Scheiße auf einmal Gold machen und die kriegen diese Hose auf einmal doch verkauft, nur weil ich die jetzt anhab und irgendwie Leute meine Klamotten feiern. Ja, aber der Vertrag ist halt unterschrieben und ich muss jetzt diese Leistung erbringen. Also versuche ich mir aus diesen 8 nicht so geilen Jeans irgendwie 2 rauszusuchen, die noch einigermaßen okay sind, bei denen ich mir vorstellen kann, dass ich sie irgendwie in einem Bild schön verpacken kann. Manchmal, wenn die mir die Bilder schicken, wo ich mir was aussuchen darf, kommt es sogar noch so, dass die mir so kleine Bilder schicken. Da erkennt man auf so einem Instagram-Profilfoto mehr als auf diesen Bildern, die mir zuschicken. Und dann soll ich mir daraus was aussuchen und ich sehe nicht, was auf diesen Bildern ist. Und ich verstehe nicht, was für Menschen dahinter sitzen, wer das da alles plant und warum die
uns so behandeln, dass, also die wollen ja mit uns so ein Geschäft eingehen, dann sollen die uns doch auch so behandeln, dass man da was hinkriegt. Und dann wollen die aber von uns die krassesten, professionellsten Bilder der Welt, am besten direkt an dem Tag, wo das Paket angekommen ist. 2 Stunden später soll ich denen das zur Abnahme schicken. Aber die können sich wochenlang Zeit lassen. Weil nachdem ich mir jetzt die Produkte ausgesucht habe, kommt es manchmal so, dass ich wochenlang auf diese Produkte warte, weil die einfach diese Kooperation verschieben. Und irgendwann nach 4 Wochen kriege ich dann diese Produkte und dann schreibe ich denen so, yo, euer Paket ist heute angekommen. Und dann sind die so, geil, kannst du die Bilder bis morgen fertig haben? Ja, alles klar, ihr verkackt einfach komplett. Aber ich soll hier die ganze Zeit einfach zu Hause rumsitzen und auf eure Produkte warten und sonst überhaupt gar nichts zu tun haben, ne? Für manche ist es jetzt halt auch eben mal so ein Bild machen, aber man muss halt auch mal nachdenken. Es muss in vielen Fällen jemand anderes erstmal das Bild für mich machen. Das heißt, nicht nur ich muss Zeit dafür haben, sondern auch Flo zum Beispiel muss Zeit dafür haben und der geht halt auch noch arbeiten. Dann bei Klamottenmarken, die wollen die Bilder auch meistens draußen. Kann halt sein, dass das Wetter scheiße ist, dass es den ganzen Tag regnet oder so. Und ich habe halt auch neben diesem Projekt vielleicht auch noch andere Dinge zu tun und mir genau für diesen Tag geplant, weil euer Paket auf einmal 4 Wochen zu spät spontan kommt. Aber ja, macht doch einfach jetzt eben diese Bilder für uns, okay? So, und dann habe ich halt diese Bilder irgendwo noch zwischengepackt und geschafft zu machen. Dann schicke ich denen die zur Abnahme. Und dann kommt manchmal nicht, ja, okay, gut, kannst du so posten, sondern da kommt, nee, die Bilder, die gefallen uns nicht, kannst du nochmal neue machen? Der Hintergrund, der war nicht so gut. Wir stellen uns da so ein bisschen was anderes vor. Ja, sorry, dass ich in den 3 Minuten, die ihr mir für diese Bilder gegeben habt, keinen besseren Hintergrund jetzt gefunden habe. Dann mache ich neue Bilder für die, dann schauen sie sich die neuen Bilder an, dann ist da schon wieder irgendwas kacke. Und ganz am Ende entscheiden die sich dann auf einmal doch für Bilder vom ersten Mal. Das ist genauso schon mal passiert. Oder manchmal verkacke ich die halt beim ersten Mal, deren Meinung nach, und dann geben die mir so ganz genaue Anweisungen. Aber erst, nachdem ich schon mal einmal den halben Tag halt für diese Bilder verschwendet habe. Und dann passen diese Anweisungen manchmal einfach überhaupt gar nicht mit meinen Bildern zusammen, die ich sonst so hochlade. So, ich kriege zum Beispiel Schmuck zugeschickt. Und dann sagen die mir so, ja, kannst du bitte Bilder posten, wo der Schmuck einfach so auf einem Tisch liegt? Wann habe ich mal sowas hochgeladen? Und dann frage ich mich dann halt auch immer, warum die mich ausgesucht haben. Die haben ja mein Profil gesehen und sollten mir dann ja auch schreiben und mir dann auch so viel zutrauen, dass ich versuche, deren Produkt gut rüberzubringen. Ich will ja auch einfach nur ein geiles Bild hochladen, was gut ankommt. Ich habe wirklich letztes Jahr eine Kooperation gehabt, bei der habe ich so viel diskutiert. Wir haben so viel hin und her geschrieben. Ich habe dieser Person wirklich einfach geschrieben so, yo, das macht überhaupt gar keinen Sinn, was ihr jetzt von mir verlangt. Das wird niemand nachkaufen. Das wird überhaupt nicht bei meinen Followern ankommen. Und eure Werbung wird einfach umsonst sein, weil, also ich habe Klamotten von einer echt coolen Marke bekommen, die ich halt wirklich privat auch trage. Und die Klamotten durfte ich mir aber nicht aussuchen. Das passiert halt auch manchmal, dass die mir einfach irgendwas schicken. Und dann waren das einfach Sommerklamotten, die ich im November hochladen sollte. So, was soll ich da als Caption schreiben? Was soll ich meinen Followern sagen? So, ey, yo, sieht aus, als würde ich gleich auf ein Festival gehen, aber es ist halt draußen 5 Grad. Das ist mein Outfit of the day. Kauf das. Ja, die fanden die Idee aber ganz toll und das Diskutieren hat halt nichts gebracht. Und am Ende musste ich das hochladen. Wenn mal Werbung irgendwie ein bisschen komisch rüberkommen sollte, egal bei wem, nicht nur bei mir, vielleicht nicht immer direkt den Influencer beschuldigen oder so, weil es gibt halt echt viele Firmen, die einfach nur Kacke machen, nachdem man den Vertrag unterschreibt. Außer man sieht jemanden in seiner Story mit so einem Blaulicht im Mund, dass er sich an sein Handy angesteckt hat, um weißere Zähne zu bekommen, wenn das jemand macht. Der Person kann man nicht vertrauen, also. Warum hat der Begriff Influencer so einen negativen Beigeschmack? Also für viele Leute, die sich nicht genug damit befassen, sind Influencer einfach arbeitslose Menschen, die zu viel Geld und Geschenke in den Arsch geschoben bekommen. Also erstmal ist man nicht arbeitslos, wenn man etwas tut, mit dem man Geld verdient. Ich musste mein eigenes Gewerbe anmelden. Ich bin somit selbstständig. Ich muss Steuern zahlen, ich muss Versicherungen zahlen. Ich muss halt auch etwas tun, damit ich das Geld verdiene. Und es ist halt nicht einfach täglich mal so ein Bild posten und machen und ein bisschen in die Kamera reden. Man muss wirklich 24/7 überlegen. Also ich glaube, jeder, der selbstständig ist, egal in welcher Branche, weiß, wenn du selbstständig bist, kannst du immer arbeiten. Du kannst die ganze Zeit darüber nachdenken, wie kann ich mich noch verbessern, wie kann ich vielleicht mehr Geld verdienen sogar. Wie kann ich, weiß ich nicht, was kann ich machen? Man ist halt nicht irgendwie zu einer begrenzten Zeit auf der Arbeit und danach kann man abschalten. Ich sage auch nicht, dass jeder, der irgendwo angestellt ist, direkt nach der Arbeit abschalten kann, aber
Ich glaube, da kann man so ein bisschen besser mit vom Privatleben trennen. Ich finde es so unfair, wenn Leute von oben herab einfach direkt so sagen, ist doch gar kein richtiger Job, mit was für unnötigen Dingen diese Personen sich die ganze Zeit befassen müssen. Ja, vielleicht klingt das für manche Menschen dumm, aber irgendjemand, der zum Beispiel in einer Marmeladenfabrik arbeitet, dem sage ich ja auch nicht, hey, bist du dumm, warum denkst du den ganzen Tag nur über Marmelade nach? Das ist voll das unwichtige Ding im Leben. Hast du nichts Besseres zu tun? Nein, Susanne, diese Person muss über Marmelade den ganzen Tag nachdenken, weil das ist, wie die Person Geld verdient. Und du hast auch einen Job und du musst wahrscheinlich auch sehr viel darüber nachdenken. Und andere Menschen denken sich dann auch so. Voll unnötig. Und ich hasse auch selber sehr viele Sachen in dieser Branche. Ich hasse es, in welche Richtung die Werbung gegangen ist. Es gibt so viele Marken, das sind diese typischen Influencer-Marken, so irgendwelche Fitness-Outfits und Haarmasken und Tees und Abnehmprodukte und Zahnaufhellungssets. Und ich hasse es, dass Firmen einfach bei jedem diese Werbung kaufen und man dann alles überall sieht, überall das Gleiche einfach nur. Und dann kriegt man auch noch Rabatte für 60% oder so, wodurch man dann eigentlich auch wissen sollte, wie hoch deren Gewinnmarge ist und wie günstig dieses Produkt eigentlich war. Weil man gibt 60% Rabatt darauf und die verdienen immer noch viel zu viel Geld mit diesen Produkten wahrscheinlich. Und ich finde auch diese Menschen, die diese Firmen alle aufbauen und die Maschen, die die abziehen, schon um einiges noch mal schlimmer als ein Influencer, der einfach wirklich für jeden Scheiß Werbung macht. Aber am Ende ist halt auch jeder noch mal selber dafür verantwortlich, was er sich so anguckt. Man kann halt auch einfach allen Menschen entfolgen, die einem ein schlechtes Zahnaufhellungsset empfehlen, weil man weiß dann so, okay, du machst einfach nur Werbung, um Geld zu verdienen. Also natürlich, ich mache auch Werbung, um Geld zu verdienen, aber ich differenziere wenigstens und sage so, ey, yo, nein, das mache ich nicht. Und hier diese Jeans, die finde ich ganz cool. Komm, dafür kann ich Werbung machen. Und man sollte auch allen Menschen entfolgen, die einem irgendwie so ein schlechtes Gefühl geben. Also vielleicht habt ihr auch so Personen, mit denen ihr euch viel zu viel vergleicht oder immer, wenn ihr auf deren Seite seid, seid ihr einfach direkt voll negativ eingestimmt, entfolgt denen allen. Also auch wenn ihr euch mit mir vergleicht, sei es irgendwie, wie ich bin oder mein Aussehen oder so und ihr euch damit schlecht fühlt, dann entfolgt mir lieber und guckt meine Bilder oder was auch immer nicht an und vielleicht kommt ihr einfach irgendwann mal wieder, wenn es euch besser geht und dann lehne ich auf einmal zur Motivation oder Inspiration. Findest du es nicht unfair, wenn Influencer so super viel Geld verdienen im Gegensatz zu Ärzten und so? Natürlich finde ich viel zu viele Berufe viel zu unfair bezahlt. Und ich würde nur jedem gönnen, der irgendwie ein Pfleger ist oder in irgendeiner Position arbeitet, dass der super reich ist und viel Geld damit verdient, weil es ist ein harter Job und es ist ein guter Job, den man braucht. Und sie haben meinen vollsten Respekt dafür, dass sie da arbeiten. Aber es bringt halt nichts, Berufe miteinander zu vergleichen. Also der Arzt zum Beispiel, der verdient jetzt nicht weniger, nur weil ein Fußballer Millionen verdient. Das hat nichts miteinander zu tun. Und Influencer oder Fußballer oder Schauspieler, die haben nicht selber festgelegt, dass die jetzt so super unfair viel verdienen. Manche von denen halt. Und es gibt natürlich auch genug Influencer und Schauspieler und YouTuber und was auch immer, die nicht super viel verdienen und super reich sind. Also ich zum Beispiel. Noch nicht. Aber ihr könnt das gerne ändern, indem ihr mich abonniert und immer fleißig meine Videos schaut und mir auf Instagram folgt und ja. Ich habe auch schon viele Nachrichten bekommen, dass ich Leuten zum Beispiel durch irgendeine schwere Zeit geholfen habe, dass ich die mit meinen Videos inspiriert habe, dass ich sie unterhalten habe, als es denen nicht gut ging. Und ich möchte mich hier nicht mit dem Beruf eines Arztes oder eines Pflegers oder was auch immer vergleichen, weil die nochmal ganz andere Arbeit leisten. Aber wenn wir jetzt nochmal zu den Marmeladentypen zurückkommen. Wenn man jetzt einer Marmeladenfirma sagt, so ey yo, Marmelade ist gar nicht so notwendig, also Ärzte, die sind viel wichtiger im Leben. Guck mal, der Arzt, der verdient viel weniger Geld als dieser Besitzer von dieser Marmeladenfabrik. Das ist super unfair. Und wenn man dann einfach alle Marmeladenfabriken schließt und es dann auf der Welt keine Marmelade mehr geben würde, dann wären super viele Menschen sehr traurig bestimmt, weil Marmelade einfach geil sein kann. Auch wenn Marmelade nicht lebensnotwendig ist. Oder wenn auf einmal Bundesliga nicht mehr existieren würde. Dann wäre was los, dann wären auch super viele Menschen traurig. Also ich jetzt nicht so, ich mag Fußball nicht so gerne, aber ich kann nachvollziehen, dass das für manche echt ein wichtiger Punkt in deren Leben ist. Und es ist immer noch nicht so wichtig, wie
Krankenpflege oder keine Ahnung was. Hast du schon mal mit einer Firma gearbeitet, die du nicht gut fandest? Also wie vorhin erzählt, laufen manche Kooperationen halt nicht so ab, wie ich sie mir vorstelle. Und ich finde die Firma eigentlich gut, aber im Endeffekt nicht die Produkte, also die Klamotten. Bei Produkten ist mir das noch nicht passiert, aber die Klamotten, die mir schicken, sind halt nicht die, die ich mir ausgesucht hätte, hätte ich bei denen eingekauft. Ich könnte noch von meiner allerersten Kooperation erzählen, mit der ich Geld verdient habe. Das war so eine Creme, die ich bekommen habe. Also ich kann auch sagen, welche Firma das war. Das war Assam Beauty, heißen die, glaube ich. Die gibt es so bei Douglas und so. Und ich habe die Produkte halt zugeschickt bekommen. Es war meine allererste Kooperation. Also die erste Anfrage, wo ich Geld für bekommen habe, dass ich das zeige. Und ich wusste halt nicht, wie das abläuft und dachte mir dann so, ja, geil, Geld. Und die Cremes, also ich habe so 3 Bodylotion, so eine Gesichtscreme oder 2 Gesichtscremes, irgendwie so ein paar Cremesachen halt bekommen. Die waren nicht schlecht, aber die waren halt auch nicht krass gut. Und ich habe die Produkte halt auch vorher gar nicht getestet. Ich habe die zugeschickt bekommen und sollte halt die Bilder machen und so. Also ihr kennt das bestimmt, wenn man unterschiedliche Bodylotions benutzt, dass man da oft gar nicht so einen großen Unterschied merkt. Es waren halt einfach Produkte, die ich nicht scheiße fand, aber die hätte ich jetzt auch niemandem empfohlen, weil sie nicht super krass wow waren. Obwohl ich finde auch so Pflegeprodukte und Beauty-Sachen, die wirken ja auch sowieso bei jedem anders. Es kann ja jemand sein, der diese Cremes wirklich richtig gut findet und darauf schwört. Und dann gibt es andere Leute, die finden das richtig scheiße, weil die davon Ausschlag bekommen haben. Also man muss eigentlich sowieso bei fast allen Dingen sich nochmal selbst eine Meinung bilden. Und dann habe ich letztes Jahr nochmal einmal eine Kooperation gehabt. Das war auch so eine Influencer-Marke. Das wusste ich aber auch zu dem Zeitpunkt, als ich die Kooperation das war vorletztes Jahr, das war 2019. Als ich die Werbung angenommen habe, habe ich die vielleicht zweimal vorher gesehen und wusste nicht, dass das so eine Influencer-Marke wird. Also es waren Klamotten. Und die haben schon Sachen, die überteuert sind. Und ich glaube, ich habe auch 40% Rabattcodes oder so bekommen. Ja, die werben halt auch viel damit, wie nachhaltig sie sind und wie weich die Produkte sind und wie gut das alles ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen Greenwashing. Also so ganz traue ich denen da jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Und ich habe so ein halbes Jahr später oder so mal von mehreren Leuten gehört, dass die das Gefühl haben, die schicken ihren Influencern bessere Produkte als dann den Kunden. Wie kommt man auf so eine Idee? Ich denke mir so, wenn du schon mal Produkte herstellst, dann mach doch einfach geile Produkte und dann kaufen das auch automatisch viele Leute. Aber du musst dir ja nicht bei jedem Influencer Werbung kaufen, weil du weißt, dass dein Produkt scheiße ist. Also ich habe auf jeden Fall eine Leggings von denen bekommen und ich habe mir dann sogar irgendwann nochmal selber eine Leggings von denen gekauft. Und die Leggings, die ich von denen gekauft habe, die hat dann beim ersten Mal anziehen direkt ein Loch bekommen von meinem Finger. Und die ich zugeschickt bekommen habe, ist halt immer noch gut. Ich weiß nicht, ob das Zufall war. Ja, aber ansonsten passe ich da eigentlich schon sehr auf. Wie kann man seinen Lieblingscreator unterstützen? Diese Frage habe ich noch mit reingenommen, weil ich fand es erstmal lieb, dass das jemand gefragt hat. Ich wollte halt auch nochmal einfach darüber reden, weil es gibt sehr viele Menschen, die alles scheiße finden, was irgendjemand macht. Aber natürlich muss es ja noch viel mehr Menschen geben, die das einfach gut finden und supporten, weil sonst wäre man nicht an der Position, an der man ist. Also ich zum Beispiel jetzt hier. Und an erster Stelle würde ich sagen, ihr supportet uns nicht, indem ihr einfach alles nachkauft, was wir so bewerben. Also schon ein bisschen, weil dann die Firma sich so denkt, oh geil, mit denen kann ich nochmal arbeiten und dann kriegen wir halt nochmal eine Kooperation und verdienen dadurch nochmal Geld. Aber kauft halt wirklich nur das, was ihr braucht und was ihr wirklich geil findet. Und wenn etwas 60% reduziert ist und Rabatt hat, dann solltet ihr überlegen, ob ihr wirklich dieser Firma nochmal mehr Geld geben wollt. Ich finde das ziemlich dreist von denen, was die für Preise anbieten, obwohl die viel günstiger gehen könnten. Also am wichtigsten ist es einfach irgendwie zu zeigen, dass man da ist. Also meine Videos angucken, meine Bilder angucken, die Bilder und Videos und den Content, den man so rausgibt, liken. Ich finde Kommentare immer mega toll, weil dann weiß ich wirklich, dass da so eine Person hinter ist. Ich weiß, ich bin selber auch ein stiller Zuschauer. Ich habe so viele YouTuber und YouTuberinnen, da gucke ich die Videos schon seit 5 Jahren und ich habe noch nie einen Kommentar geschrieben, aber ich gucke jedes einzelne Video. Und ich muss mir auch immer so denken, okay, ich habe bestimmt auch sehr viele Zuschauer, die einfach so sind und mir einfach niemals schreiben würden, aber die einfach wirklich immer da sind. Ja, aber es ist trotzdem immer schön, mal so einen Kommentar einfach zu kriegen. Aber auch bei meinen Stories, da könnt ihr mir immer gerne eine Privatnachricht schreiben. Ich freue mich auch immer über die Reaktion, wenn ich mal irgendwas Lustiges mache, dass ich einfach sehe, okay, da
haben eventuell ein, zwei Leute ein bisschen gelacht bei. Und ja, das ist einfach die größte Motivation zu sehen, so wow, hinter diesen Zahlen stecken wirklich Menschen, die einfach stehen, denen man helfen kann, die man inspirieren kann. Und das macht dann im Endeffekt halt auch wirklich nochmal so viel mehr Spaß, wenn man sieht, da kommt nochmal was zurück. Und am Ende vielleicht halt auch immer mal wieder dran denken, so das ist kostenlos, was wir hier anbieten. Also dieses Video ist gerade kostenlos, die Bilder, die man hochlädt und anguckt, die sind kostenlos für einen. Man muss sich halt vielleicht zwischendurch mal ein paar Sekunden eine Werbung angucken, aber man zahlt dafür nicht. Tja, ich glaube, ich habe genug geredet in diesem Video. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen beantworten. Schreibt mir gerne noch weitere Fragen in die Kommentare, falls euch noch irgendwas interessiert. Vielleicht könnte ich nochmal drüber reden. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Hinterlasst mir sehr gerne einen Kommentar. Darüber freue ich mich immer sehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.